Kommen wir, meine Damen und Herren. Ich habe eine neue Fortbildung gemacht. Die Fortbildung zum Zauberer. Und wir spielen den Verbis Virtus. Und den Verbis Virtus ist 2 Jahre alt. Kostet 5 € auf Steam. Ist aber bisher ziemlich nice. Und das Interessante an den Verbis Virtus ist, ihr zaubert, indem ihr die Zaubersprüche aufsagt. Die Zaubersprüche könnt ihr einsehen im Tagebuch. Und da haben wir. Wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, sehen wir unten Lumetial. Könnt ihr uns auch anhören. Und damit haben wir diesen Lichtzauber. Und das finde ich ziemlich cool. Das ist ein geiles Konzept. Ich bin mal gespannt, wie sich das so im Verlauf auch des weiteren Spiels dann entfaltet. Wie viele Zauber wir bekommen. Versteht er die Zauber mit meinem Genuschel? Versteht er, was ich möchte und wie ist es im Kampf? Na, ist man da irgendwie nur noch am Rappen oder? Lumetia. Lumetia. Ich glaube, ich habe kein Mana mehr. Nein, nicht genug Mana. Kann ich es irgendwie aussaugen? Oder habe ich es noch falsch ausgesprochen? Probieren wir es nochmal. Lumetia. Lumetia. Ah ja, okay, ich glaube, ich habe kein Mana mehr. Ich hoffe, ich kriege Mana. Wo war dieser dunkle Abschnitt? Ich bin dann irgendwo in eine dunkle Höhle gekommen. Bringt mir jetzt eigentlich nichts, weil ich habe kein Mana mehr. Ich wüsste es zumindest nicht, dass ich welches habe. So. Bräuchte ich wohl eigentlich für hier? Lumetial. Ah, hier geht das. Oh ja, okay. Ich verstehe. Das Schöne ist, wenn ihr da runterfliegt, ihr seht, ich lande direkt wieder am Rand. Da es aber auch später wohl Gegner geben wird, so habe ich das zumindest auf den Screenshots gesehen und im Video, glaube ich nicht, dass das jedes Mal so ausgehen wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die Zauber wieder abbricht. Das gibt es irgendwie, das stand jetzt im Tutorial noch nirgends drin, also die Info haben wir nicht bekommen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal so. Wobei es ein bisschen doof, dass mir die Mana die ganze Zeit runtergeht. Mal kurz ein Checkup nochmal in der Bedienung. Zauberformel beenden. Mit L. Okay. Ah, wunderbar. Heute Nacht werde ich definitiv zumindest präluzid träumen, da bin ich mir sicher. Klar träumen wir noch besser. Geilo. Ihr wisst Bescheid. Screenshot-Time. So. Nice. Kawaii. Trippier. Und der Sound gebt ihn euch. Gebt euch hart. So. Lauf mal herunter. Und alles sehr mysteriös. Wir hatten jetzt einmal nur ein paar Texte, die sehr gut geschrieben waren. Und diese atmosphärische Umgebung hier und Stimmung. Ansonsten wissen wir nichts. So, das ist ein Speicherpunkt. Speicher nochmal. Ich nenne es. Wie nenne ich es? Fortbildung. So. Zack. Mega Man Style. Na. Ah. Es wäre witziger, wenn die Stimme, wenn eine Stimme kommen würde, die sagen würde, Idiot. Irgendwas in der Art. Ist ja dabei überrennen. Oh, Alter, Leute. Oh, jetzt bin ich tot. TOTH, tot. Der Gewinner des diesjährigen Buchstabierwettbewerbs ist nicht VR Kirito. Okay, man kann doch komplett sterben.
Hängt das von dieser oben, von der Leiste oben rechts ab? Fragen über Fragen. Die hatten wir auch zum Zaubern verwendet, aber vielleicht ist die Anzeige zum Zaubern eine ganz andere. Ich liege völlig falsch. Oh. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Ja, auf den zweiten Fall springen kann ich auch nicht. Also nur ich muss auf den ersten. So. Für den letzten Abschnitt lassen wir uns Zeit. Ich glaube, hier kriegen wir einen neuen Zauber. Der Lichtstrahl. Ich muss mich kurz räuspern. Lalalala. Der Lichtstrahl. Wenn das Licht erscheint, kann die Dunkelheit dies fühlen. Und völlig im Gegensatz zu dem, was du vielleicht glaubst. Sie flieht nicht, die Dunkelheit. Sie sucht eher das Licht. Wenn der blendende Spross aus deinen Händen fließt, hörst du dann nicht, dass sich jemand nähert? Werden deine Schultern nicht plötzlich ganz schwer, so als ob etwas auf dir ruht? Die Dunkelheit hat keine Angst und sie hat auch überhaupt keinen Grund dafür, denn sie sehnt sich danach, ihre Schwester, das Licht, zu treffen. Das von Dunkelheit durchtränkte Fleisch kann geblendet werden, aber die Dunkelheit hat niemals Furcht. Wenn du dich zum Herrscher über das Licht krönst, dann denke daran, dass die Schatten dir mit der Hand den Weg weisen, solange das Leben dich nicht verlässt. Und du kannst fühlen, wie sie sich an deiner Seele ergötzen. Macht dich das nicht glücklich? Denn nun bist auch du unsere Schwester. Was ich bereits jetzt schon weiß, ist, dass sobald ich sage, Ectolume, dies schon ausreicht, um einen Strahl reinsten Lichts aus meiner Hand austreten zu lassen. Ein kleiner Tipp, wie diese Energie genutzt werden kann. In den Inschriften wird rätselhaft dargelegt, dass die richtige Farbe den richtigen Mechanismus nähert. Okay, Ectolume. Jetzt geht schon los. Jetzt geht schon los. Schon zwei Zauber, jetzt werde ich hier schon total überlastet. Lumetia, Ectolume. Lumetia, Ectolume. Okay, Ectolume. Das werden wir wahrscheinlich auch hier gleich ausprobieren müssen. Dürfen. Was haben wir hier noch? Das Erlernen des Zaubers, der von einem Lichtstrahl ausgeht, war eine der größten Hoffnungen für die jungen Pilger. Die eitelsten unter ihnen prahlten mit ihren Fähigkeiten, indem sie das Licht auf- und abspringen ließen und aufwendige Kompositionen erschufen. Die arrogantesten Pilger verwendeten es, um ihren Nachbarn zu blenden, und die Weisesten nutzten es nur dann, wenn es wirklich notwendig war. Da sie diese Macht respektierten, die in der Lage ist, Dingen ohne Macht Energie zu verleihen und sie zu animieren, sobald der Lichtstrahl auf sie gerichtet wird. Das hier sieht doch irgendwie so aus. Ectolume. Ja, es klappt. Nice. Also von der Spracherkennung her kann ich mich bisher nicht beklagen. Ectolume. Ihr seht, klappt das zumindest. Ah, das. Ja. Ich kann auch nicht sagen, dass es das irgendwie, dass ich checke, was zu tun ist. Aber ich tue es. Geil. Das ist mal richtig geil. Und aber ihr merkt auch, hier gibt es schon auch so Rätselelemente. Also ich muss jetzt erstmal herausfinden, wie ich mit diesen Dingern interagiere. Vielleicht muss ich noch näher. Eins, zwei, drei. Mich irritiert auch, oder beziehungsweise es ist sehr auffällig, dass diese Kristalle hier, wir haben hier starkes Orange und dann dieses bläuliche Weiß. Bläuliches Weiß ist auch gut. Ectolume. Ich richte mal den Strahl jetzt einfach mal überall hin. Ich denke schon, dass diese Dinger hier in irgendeiner Art und Weise zu aktivieren sind. Vielleicht muss man die irgendwie ein bisschen aufladen. Das ist eine Zielübung.
Oder sind noch mehr da? Also Lumetial für das Licht an sich. Also die Taschenlampe des Zauberers. Ektolumä für ja, die Aktivierung. Ektolumä. Gut, wenn man zaubern kann, aber man hat keinen blassen Schimmer erstmal. Die Dinger hier sind doch total auffällig, aber ich kann nichts mit ihnen machen. Ektolumä. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas passiert. Also, es leuchtet zwar auf, aber leuchtet es auch so auf? Kommen wir da rüber. Leuchtet, leuchtet, leuchtet. Gibt es vielleicht noch irgendwo eins, was wir noch aktivieren müssen? Das war die Frage, ob die Dinger aktiv sind oder nicht. Schauen wir doch noch mal im Text. Okay, ein kleiner Tipp. Die richtige Farbe nährt den richtigen Mechanismus. Aber wie kann ich die Farbe des Strahls beeinflussen? Ich würde sagen, vermutlich durch die Kristalle. Ektolumä. Probierst man nur mit dem Orangenen. Ah, okay, man muss lange draufhalten. Ich glaube, es war unabhängig erstmal noch von diesem Orangenen. Weil ich habe jetzt keine Interaktion, keine Dynamik in der Zauberei, in der Alchemie des Zauberns entdeckt. Ich bin schon voll im Roleplay drin. Ich hole mir jetzt noch so eine Zaubererkutte. Definitiv. Und lass mir einen langen Bart wachsen und färbe ihn dann grau-weiß. Yeah. Oh, ich glaube, muss ich runterfliegen. Das Springen ist irgendwie. So. Lumetial. Das klappt echt klasse. Ich muss aber auch vorausschicken. Es kann sehr gut sein, dass die Spracherkennung von Windows, die ja hier mit Sicherheit zum Tragen kommt, bei mir halt, die ist nicht in der Standardeinstellung. Seid ihr nett oder nicht? Ihr könnt die Spracherkennung anlernen in Windows. Das habe ich bei... Oh. Hallo? Ihr kleinen Assis? Wie haben wir mal so hier ohne Vorwarnung getötet? Was ist da los? Ja, hätte man sich denken können, dass das ne? Feindliche Wesen sind. Aber das sah erstmal aus wie kleine, putzige, blaue Blätter mit roten Augen. Nein. Und das Böse ist, also wenn ich hier oben rechts gucke, wir haben immer noch dieselbe Energie. Ich muss mal gucken, wie ich diese Ruckler hier wegkriege. So. Ich will sie hierauf beschwören, aber... Sieht doch jetzt mal halbwegs gut aus mit den Springen. Mit den Springen ist gut. Mit dem Sprung? Mit den Springen? Mit dem Springen. Deutsch ist so eine schwere Sprache. So. Ektolumä. Ektolumä. Also, muss ich jetzt nochmal lernen. Da kann ich auch zu Tode sprechen. Wenn man den Zauber nicht kennt, ne?
Können wir uns eigentlich, können wir unser Spiegelbild sehen? Nee, wir haben keins. Wir sind ein Vampir, ich wusste es. Ektolome. Das war nicht mal sauber ausgesprochen. So, und diesen kleinen blauen Blattviechern, den werde ich den Strahl auch mal reinjagen. Und dann gucken wir doch mal, wer hier zuletzt lacht. Ich habe Angst, dass die Steine irgendwann wieder hochgehen. Lumetia. Das muss ich kurz überlegen. Kommen sie nicht mehr, das macht mir Angst. Also ich kann sie hören. Also ich meine sie zu hören. Okay, ist alles grün. Das scheint schon so ein rätsellastiges Spiel zu sein. Also mehr als ich dachte. Die Karte muss man auch erstmal checken. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier reingekommen bin. Ich schätze. So. Hier haben wir das X. Also dieses. Sie sind hier. Ektolome. Es leuchtet, deswegen leuchte ich es auch mal an. Einmal mal so. Einmal probieren. Ja, wer auch immer die Fliesen dargelegt hat, der dürfte Rückenschmerzen haben. Was ist das, ein riesiges? Was ist das? Ja, das ist auch sehr einladend. Der leuchtet der nicht. Der leuchtet nicht, der leuchtet nicht. Oh ja, und ich kann sagen, da fliegt doch was. Okay, die sind aber zumindest mal weg. Ektolome. Okay, wäre wohl zu einfach. Sagt mir nicht, dass ich da wieder rumhüpfen muss. Ich nehme es mal nicht an. Was sollen wir hier tun? Ektolome. Die reagieren zumindest mal nicht auf den Strahl. Die scheinen auch irgendwie zu reagieren, oder? Weiß nicht, der leuchtet jetzt auch nicht stärker. Nee. Okay, wir probieren jetzt einfach mal den Zauber an den verschiedensten Stellen aus. Ein
bisschen mal so ein Gefühl dafür haben, wie wir die Zauber auch nutzen sollen. Weil für mich sieht alles so aus, als wäre es, oder nichts davon sieht so aus, als wäre es irgendwie interagierbar. Okay, also wir haben nicht sowas wie Mana. Also glaube ich nicht, solange ich jetzt den Zauber schon gewirkt habe. Ektelome. Lumetia. Vielleicht hilft es uns, wenn wir etwas besser sehen. Ektolomäe. Nee, 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 nee. Das ist oben. Das Einzige, was eine andere Farbe hat. Aber ich glaube, der Strahl reicht nicht, oder? Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, was wir erreichen können. Hier oben vielleicht. Ektolomäe. Nee, sieht nicht so aus. Okay, das wird eine harte Nuss werden, das Spiel. Aber ich bin motiviert, es weiterzuspielen. Einfach A, aufgrund der Rätsel und B, vor allem wegen der Zaubersprüche. Und ja, ich werde hier noch herausfinden und rumknobeln, wie ich hier weiterkomme. Und im nächsten Video begleitet ihr mich hoffentlich dann weiter und wir schauen, was wir noch für weitere Zauber entdecken. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Lasst mir Comments da, was ihr so von dem Titel haltet. Und wenn ihr es selbst vielleicht sogar gespielt habt. Und ja, es gibt aktuell auf Steam Ektelume. Und für 4,99 € Steam Summer Sale. Also, falls bei euch das Interesse genug geweckt ist, ihr wisst Bescheid. In Verbis Virtus. Und ich zauber noch ein bisschen durch die Gegend. Und see you next time.